Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück im Krallenmoor. Dämonikon spielen wir. Genau, und das Sterben reißt nicht ab. Hier im Krallenmoor gibt es mehr Möglichkeiten, zu Tode zu kommen, als mir lieb ist. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal hier in aller Seelenruhe wieder um. Ein Stückchen kennen wir das ja. Das haben wir auch schon gelesen. So, dann haben wir hier. Da können wir die Falle abstellen. Und eine Kiste. Ich hätte gerne noch ein paar Heiltränke. So. So. Dann gehen wir da rein, weil das haben wir ja jetzt abgestellt. So. Ein Heiltrank. Genau. So, und jetzt ist die große Preisfrage, wie geht's weiter? Wir müssen nach da hinten. Und da würden wir ja auch gerne noch hin. Ne? Über kurz oder lang würden wir da auch gerne noch hin. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen geradeaus. Und irgendwo da haben die uns das letzte Mal erwischt. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Nee, kann man nicht. Gut, okay. Irgendwo da haben die uns das letzte Mal erwischt. Jetzt pass mal auf, was passiert. Da geht jetzt wieder eine Brücke hoch. Und dann gehen wir vielleicht... Genau, da drin haben die uns das letzte Mal erwischt. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal die Brücke. Machen wir das mal anders als beim letzten Mal. Weil dann kommen wir vielleicht endlich zu den Kisten, die ich da vorhin schon die ganze Zeit sehe und nach denen ich giere. So. Ach nee. Jetzt sind wir wieder draußen. Ah, okay. Ja, dann wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als da lang zu gehen. Hm. Okay. Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Dann kommen die jetzt wieder. So. So. Und dann mache ich erstmal, dass ich wegkomme hier. Genau. Und hau die erstmal... Oh, das ist, sind wieder die da. Oh, nee. Komm, komm, komm. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Chiron macht, dass du wegkommst. Pesthauch. Oh, komm schon. Mach mal, dass du die hier erstmal alle wegkriegst. So, mein Gott. Was mache ich denn hier? Ich glaube, ich habe schon wieder zu lange aufgenommen. Komm, mach mal den Dicken da. Jetzt hau ihm eins auf die... Oh, nee, komm. Oh, 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 oh. So, dann brauchen wir erstmal wieder ein Antidot. Verdünntes Antidot. Wir hoffen mal, es wirkt. So. Blutroter Heiltrank. Okay. Ich weiß nicht. Ah, nee, da ist wieder so eine. Oh Mann, oh Mann. Da komme ich nicht weg. Dann hauen wir erstmal. Komm. Eis und hau. Hau drauf, Chiron. Und noch einen, komm. So, noch einen, komm. Jetzt mach, dass du da wegkommst. Und nochmal eine Runde Eis mit dem Dicken. Komm, hau ihm halt von hinten eins drauf. Genau, so. Das muss doch zu schaffen sein. Also so schwer ist es doch eigentlich nicht mit diesen Ghoulen. Und Theater hat man doch schon viel zu tun. Oh, Gott sei Dank. Ghoulklaue. So. Fleischverkrustete Pfeilspitze. Oh Gott, wie eklig. Vielleicht Ekelsachen, die man da kriegt. Kann man was für unseren Charakter machen? Hm, dann machen wir hier mal so ein bisschen, ne? Gleich mal das mal an. Dann ist die Frage Gewandtheit... Körperkraft. Da machen wir jetzt auch mal ein bisschen. So. Dann haben wir hier Sagen und Legenden. Rang 4, Rang 4. Rang 4. Sinnenschärfe. Komm, da investieren wir jetzt so viel geht, wie geht. Und können wir was mit unseren GPs tun? Mal hier diesen Pesthauch ein bisschen verbessern. Ja, das machen wir noch. Genau. So. Okay. So. Dann können wir da jetzt wohl hoffentlich lang. Oder? Dann schauen wir uns hier erstmal eine Runde um. Da geht's nicht wirklich weiter. Oder? Doch, da geht's nachher zu dem... Ja. Da geht's nachher zu unserem Quest. Da werden wir sicherlich wieder einen bösen Kampf führen müssen. Jetzt laufen wir aber erstmal hier rum. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. So, was haben wir hier? Benutzen. Okay. So, dann benutzen wir das auch. Machst du mir jetzt wieder irgendeine Hängebrücke auf? Ja. Super. Okay. Ich glaube, dass wir jetzt bei dem Haus sind, wo ich schon die ganze Zeit hin wollte. Da muss irgendwo eine Kiste stehen. Pflücken. Faulige Goldregenfrucht. Auch schön. Ja. Oh.
Da klingt wieder irgendwas merkwürdig. So, lass mich mal da rum. Da ist eine Falle. Gut. Dann muss ich erst hier rum. Wie komme ich denn da rum? Da komme ich rum. Ja, da komme ich rum. So, können wir die entschärfen? Yes. Rang 2. So. Dann holen wir uns diese Kiste jetzt. Ein sorgfältig platzierter Brief. Ich kann nicht mehr. Die Krankheit lässt mich seit Wochen nicht schlafen. Jan und Corim wurden schon ins Paradies geschickt. In Fieberträumen erscheinen sie mir als Untote. Die Schmerzen machen mich wahnsinnig. Aber Gamat hat bei seiner letzten Messe nur den hübschen Mädchen geholfen. Ich bin nicht stark genug für diese Prüfung. Ich will nicht mehr warten. Diese Falle wird mein Leid beenden. Okay. Gut, das hat sie wohl getan, die Falle. Dann gucken wir mal. Na, ich will die Kiste haben. Bitte aufnehmen. Heiltrank. Wunderbar. Heiltrank ist wichtig. Da ist noch ein Brief. Nochmal eine herausgerissene Tagebuchseite. Ich will nicht mehr drinnen schlafen. Seit die Mutationen begannen, scheinen mich die Wände in meinem Haus zu beobachten. Ich habe schon Hemmungen, die Haustür zu öffnen, weil sie mir wie das Maul eines Monstrums vorkommt. Alles Hirngespinste. Mutter Perrine wird uns schützen. Ja. Das hat sie wohl nicht wirklich getan. So. Da noch irgendetwas, was wir finden können, was uns was bringt? Nee. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo wir sind. Lass mal gucken. Ganz da hinten. Naja, okay. Wir laufen jetzt zu unserem Questziel. Würde ich vorschlagen. Machen da nicht mehr allzu lange rum. Also immer vorausgesetzt, ich finde den Weg gleich. Da war da noch was. Gebt zu ihrem... Ah, Kiste, siehst du? Oh no. Ja klar, da waren ja auch wieder haufenweise von diesen... Na, überall, wo diese Knochen sind. Ihr seid die Bösen. Ah, nee, komm. So, da starten wir also wieder hier. Alles klar. Okay. Naja, was hilft's? Grobschmied. So, dann holen wir uns mal hier wieder unsere... Ja? Unser Zeug ab. Diese... Ich habe da noch kein Kraut, kein Mittel gegen gefunden, echt? Ich weiß nicht, warum die derartig übel drauf sind, ehrlich. Ja, und ganz klar, überall, wo diese Knochen sind, sind auch diese Dämonen. Das ist mir jetzt auch schon klar. Jetzt laufen wir hier dann doch mal durch. Ich meine, wir versuchen es einfach. Ja. So, und das sind wieder diese bösen Mädels. Hier haue ich eins auf die Mütze. So, und Pesthaut. Komm. Diese Mädels sind übel. Da hinten ist noch so ein Mädel. Komm. Die sind übel. Ja, okay, aber die leben offensichtlich nicht ganz so lang. Ah, okay. Na, guck mal, das ging ja jetzt relativ einfach, trotz allem. Schau. So, jetzt nehmen wir das Blümchen mit, Belmard. Da hinten ist eine Kiste. Ja, ich komme immer zu Tode, weil ich irgendwelche Kisten haben will. Oh, da kommen noch mehr von denen. Gut, dann laufen wir erstmal ein bisschen zur Seite. Nee. Was ist denn da explodiert? Ist da irgendwas explodiert? Oh Mann, wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, okay. Komm. Ich würde da gerne die da hinten, das ist nämlich eine von diesen üblen Weibern. Genau. Die anderen finde ich ja gar nicht so schlimm. Komm, jetzt mal schnell. Genau. So. Dann noch mehr von denen. Das sind jetzt, glaube ich, alles ganz stinknormale Ghule. Nicht so diese üblen Mädels. Oder täusche ich mich? Da ist eine von den üblen. Komm. Komm, hau dich. Ja, na komm, machen wir dich einfach mal hier eine Runde zu. So. Und komm, das machen wir mit dem Fernkampf. Ja. Komm, hau doch zu. Wieder keine Energie. Und komm. Ja. Eine Runde Eis. Haben wir dann alle?
Mann, 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 irgendwann muss doch ich das lernen, oder? Da ist wieder eine von denen. Ah, jetzt bin ich vergiftet. Genau, so. Mach, dass du da wegkommst, Chiron. Da ist wieder eine von diesen blöden Weibern. Sind doch Mädels, oder? Wo bist du, Mädel? Auf, habe ich die richtige? Nein. Ja, komm, da ist er genau. Ja, explodier du nur. Finde ich gut. Ja, unsere dämonische Energie sparen wir uns mal. Ne? So, komm, noch ein Messerchen und noch ein Messerchen und nochmal und dann haben wir dich auch gleich. Genau. So, okay. Nicht, dass ich wüsste, wo wir jetzt eigentlich sind. Zum Kuckuck aber auch. So. Ich habe wirklich keine Ahnung. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Ihr habt viel Späße mit mir, ich weiß es. So, das ziehen wir jetzt mal. Da kommt jetzt das da hoch. Dann laufen wir hier auch mal rum. Nehmen das. Flüchtige Wundsalbe. So, da sind bestimmt gleich wieder irgendwelche Feinde. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Auf den... Ach nee, da ist... Genau. Hier, alles klar. Dann sind wir jetzt hier. Ja, supi. Okay, dann geht's jetzt. Das wird wieder eine längere Folge. Es tut mir sehr leid. Dann geht's jetzt zu unserem Questziel. Genau. Nachdem wir hier alles abgegrast haben, vermute ich zumindest mal. Lass mal gucken, ob wir noch irgendwo was finden. Aber sieht nicht so aus. Nachdem wir hier also alle... Ah, doch, siehst du? Ja. Ein eitriger Krötenschemel. Den dürfen wir nicht vergessen. Dann noch kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Nee, okay. Dann gehen wir jetzt zu unserem Questziel. Wenn mir dabei nicht wieder was anderes einfällt. Okay, so. Was haben wir hier? Durchsichtige Wundsalbe. Okay, wo ist denn unser Questziel? Ist noch ein ganzes Stück weg. Habe ich so den Eindruck? Ich weiß gar nicht, wo wir gelandet sind. So. Da geht's durch, genau. Jetzt habe ich auch den Weg wieder. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich weiß zwar nicht, ob wir alles angeguckt haben, aber wir laufen da jetzt einfach weiter. Und gehen auf unser Questziel zu. Und guck mal, da sind viele Questziele. Guck mal einer an. Ich will doch nicht hoffen, dass mir dann die anderen Questziele, die anderen Quests verloren gehen, wenn ich jetzt den Hauptquest zuerst mache. Aber wir sehen's so. Jetzt gehen wir mal gucken, was da eigentlich passiert, weil da ist das Holz. Wir brauchen dieses Holz. Darum geht's. Glaube ich zumindest. So, Grobschmied. Nein, wir können es einfach benutzen. Da geht jetzt... Okay, lass gucken. Ah, schau mal einer an. Genau. Da haben wir jetzt endlich da sämtliche... Ah, da waren wir doch schon. Guck an, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Da waren wir Folge vorvorletzte, glaube ich, schon mal. So, Chiron, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier... Da sind die Wegen. Und ich glaube, die können wir mit Sicherheit nicht einfach so. Da wird man schon kämpfen müssen, oder? Sollte es sein, dass die uns einfach das Holz geben? Lesen. Eine Namensliste. Offenbar die Kranken, die mit Ulef und Gamat nach Farnfeld kamen. Einige Namen sind durchgestrichen mit einem seltsamen Symbol versehen. Darunter befindet sich auch der Name Borko. Muss mir Borko was sagen? Leute, Borko sagt mir nichts. Ich habe ja immer noch die Befürchtung, dass hier gleich aufnehmen. Hölzern gefunden. Quest aktualisiert. So. Blutstein taub. Okay. Gut, dann haben wir den Hauptquest jetzt zumindest mal fertig. Mal gucken, ob wir zu der Kiste auch können oder ob wir dann gleich wieder einen von vielen Toten sterben werden. Nein, geht. Okay. So. In Ordnung, dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz auf die... Ja, jetzt müssen wir also wieder zurück, weil hier kommen wir nicht rum. Okay, dann laufen wir ganz schnell zurück in das Städtchen. Geben... Ah... Oh, natürlich, natürlich. Na los, wieso machst du denn... Mach mal hier. Oh Mann... Oh, Leute! Also ehrlich. Wow, die falsche Taste drückt. Ich wollte die eigentlich... So, mal gucken, ob es noch langt, da rauszukommen.
Nein, es langt nicht mehr. Also das war jetzt wirklich unnötig. Also ehrlich. So, jetzt reicht's. Wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Ja. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.